herzlich willkommen nach doch wieder längerer Zeit. Ja, das letzte Video ist schon wieder ein bisschen her, von der Heuflok Teil 2. Ja, ich könnte jetzt sagen, das ist jetzt Heuflok Teil 3. Ja, hat er exakt das letzte Mal das Ende. Ja, es war Ende dran gestanden, aber ich habe ja noch zwei Flächen stehen. Hier am Hof und die Schallewiesen. Ich bin jetzt gerade auf der Schallewiese. Ja, in dieser aktuellen für Deutschland doch eine schwere Zeit. Ja, bei uns ist das Wetter jetzt gerade mal, dass wir sagen, ja, es passt. Wir können was machen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, es ist aber drüben, ich komme her. An der Spur in Deutschland ist absoluter Weltuntergang gewesen. Durchsitzen auf der Spur nichts. Ja, viele Landwirte sind unterwegs. Andere Unternehmen in Rheinland-Pfalz, Bayern unten, in Nordrhein-Westfalen, überall sind sie unterwegs. Welche, die Betroffenen als Blutopfer. An dieser Stelle meinen allergrößten Respekt an die Leute, die sich die Zeit freischaufeln konnten, ihr Privatzeit, ihr Freizeit oder die Zeit, die muss eigentlich daheim auf dem Betrieb verbringen müssen oder in ihrer Arbeit, die das bewerkstelligt. Und ja, die Betroffenen, die alles verloren haben, ich kann nur ganz, ganz fest die Daumen drücken und ihnen alles, alles Gute wünschen, ganz viel Kraft. Es wird wieder anders. Es ist leicht dahergesagt, wenn man nicht betroffen ist, das weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, ich wäre am liebsten dabei, ich würde am liebsten da helfen, ich würde damit anfangen. Ist aber leider nicht so einfach zu bewerkstelligen, wenn man auf der Arbeit geht, wenn man den Betrieb da haben hat und dort in die Möglichkeit, dass man sagt, jetzt nimmt einfach andere und ich hau ab und es sind doch eigentlich ein Kilometer. Ja, aber es gibt doch trotzdem alle, die da unten sind und die alles verloren haben. Es gibt da auch Todesopfer. Mein tiefstes Beileid, mein Mitgefühl. Aber jeder, der es überlebt hat, auch wenn alles verloren ist, ist wie gesagt blöder, wie gesagt. Wer das Unwetter überlebt hat, der kann auch von der Schauer, der, ja, in dem Fall muss man fast schon sagen, der kann einen zweiten Geburtstag feiern. Ist auch klingt blöd, ich weiß. Das ist leicht gesagt, wenn man nicht betroffen ist, wenn man, ja, von der Unwetter, Gott sei Dank, wirklich noch verschont ist. Wir hatten auch ein paar Unwetter, aber so schlimm. Jetzt dann war, hat uns bei weitem nicht getroffen. Ich meine, ich sitze auf meinem Bruder mit mir. Aber ja, wie gesagt, den größten Respekt an die, die da sind und helfen. Und mein tiefstes Mitgefühl, mein Beileid den Betroffenen, den Opfern. Ja, auch wenn es blöd gesagt ist. Aber ich wollte es trotzdem gesagt haben. Aber wenn ich an dieser Stelle leider nicht mehr machen kann und muss blöd reden kann. Ja, jetzt wieder zurück zum Thema. Ich bin bei Meer von meiner Fläche. Das Wetter schaut nicht so aus. Ich weiß nicht, der Wetterbericht die letzten Wochen, der ist so komisch. Regen, 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 Regen. Wir haben von Freitag auf Samstag 15 Liter gehabt. Ja, ich weiß es gar nichts, aber ja, 15 Liter. Ich wollte gestern eigentlich das Meer anfangen. Abends. Doch sie über was drucken morgen. Dann habe ich abends die Entscheidung getroffen, ja, Meme, die runterfahren. Und stand vor dem nächsten Problem. Mit Meer war nämlich leider nichts. Das konnte ich ablöten. Ich bin runter abgestiegen und die Wiesen abgelaufen und ich habe auch jetzt aktuell, ich fahre langsam durch, also nicht so schnell.
Ja. Und nun sagt der Mai, ich habe gestern Abend 40, über 40 Pflanzen Jakobs Kreuzkraut oder rausgelesen. Heute schon wieder 7 Stück. Das Blöder. Ja, ist gut. Das Blöder Dreckskraut. Immer wieder, es kommt von der Bundesstraße, vom Radweg, vom Blühstreifen. Ja, kein Spaß. Aber naja, haben wir schon gesagt, dann werden wir uns einmal an den Bauernverband wenden, dann werden wir uns einmal an die Stadt wenden, ans Landwirtschaftsamt. Es kann ja nicht angehen, dass ich das Zeug so sehe. Das ist ja nicht nur bei mir. Bei meinen Nachbarn drüben schaut es nicht viel besser aus. Auf der Fläche gleich gegenüber. Ich will auch so einen Riesenbeutel da hinten drin. Das ganze Eck ist voll. Die Fläche ist, muss man eigentlich schon sagen, verloren. Wenn du da nichts machst, die ist verloren. Das Zeug, wenn du da als Futter reinbringst, egal ob trocken oder frisch, vergiftest du deine Viecher. Das reichert sich in der Leber an und führt zum schleichenden Tod. Das ist wirklich ein Giftzeug. Und da muss was dagegen um die Nummer, weil es kann nicht sein, dass die Flächen oder alle verseucht werden. Es wird halt schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und es passiert nichts. Du bist als Landwirt, als Unternehmer bist du da komplett allein gelassen. Stehst vor die Probleme, sollst selber schauen, wie es klarkommt. Alles extensiv bewirtschaften. Immer so oft mehr und dann vermehrt sich sowas und dann ist die Fläche im Endeffekt, ja, komplett verloren. Traurig. Ja, wer sich wundert, teilweise gibt es da mal hinten so ein dumpfer Hundler vom Mähwerk. Nein, sind keine Reh, sind keine Hosen. Feuergäste in der Fläche drinnen, ich hab's auch dann gleich mit abgesucht. Hat sich ja auch geboten, wenn man ewig im Jakobskreuzkraut drin herumrennt, also gleich Unruhe reingebracht. Hat auch gepasst. Was da immer so dumm verschlechtert, das sind Ameisenhäufen. Die Wiese, durch das, dass die so lange nicht bewirtschaftet worden ist jetzt, dass man ja jetzt schon wieder Ende Juli, also es geht ja schon wieder auf Ende Juli zu. Das Wetter hat nicht gepasst, ich hätte es beim letzten Heu mitmachen können, aber es wäre sehr stressig geworden. Das ist einfach so. Wenn du 9 Dachwerk hast, und dann noch 3 Dachwerke zusätzlich, insgesamt 12 Dachwerke, die alten Maschine und dann den Anfahrtsweg darunter. Das ist nicht einfach für zu bewerkstelligen, das hätte ich in der Woche nicht geschafft. Und es waren 742 Ballen, ja, ich weiß, da lachen sich andere jetzt kaputt und so. 742 Ballen, willst du uns verarschen? Stell dich nicht so an. Wir haben 800 Rundballen gepresst, oder? Andere sagen, wir haben 2400 Ballen gepresst. Aber ich habe alte Technik. Ich erbe mit der alten Welge. Die hat nicht die Leistung wie ein neuerer. Ich habe einen kleinen Kreiselhaie mit 3,20 Meter. Ich habe das Mähwerk mit 1,80 Meter. Ja, das sind, oder 1,85 Meter. Das sind alles kleine Maschinen, ich habe da mit der die Schlagkraft für große. Ich habe kein Fortmähwerk dran mit 2 Meter und das Heckmähwerk, dass ich so, ich fahre da durch und habe gleich 2 Spuren. Nein, ich fahre Spur und Spur immer wieder. Ich mache öfters die Touren mit dem Kreiselhaar, ja. Du schaffst von dir Schwaben, was das Mähwerk legt, 2 Spuren, 2. Einer hat einen Kreiselhaar, der hat 8 oder 12 Kreisel drauf. Ja, die haben natürlich einen größeren Schlag drauf wie ich. Oder dann einen neueren, der halt einfach schon größer ist. Aber es sind halt, wie
stolz auf meine alten Maschine. Es lohnt sich aber für mich auch nicht. Jetzt hätte ich die Saison, ich kaufe mal eine größere Kreiselreihe. Oder ich kaufe mir jetzt dann eine stärkere Presse im Endeffekt. Heuer ist eine Ausnahmesituation, dass ich heuer mehr zu mehr habe, weil ich als Ackerklee groß habe. Okay, es kommt nächstes Jahr noch einmal und vielleicht 2023 noch einmal, das weiß ich noch nicht, muss man sehen. Aber im Normalfall habe ich keine 12 Stockwerk. Weil jetzt habe ich heuer, wenn man so will, 6 Stockwerk mehr. Also 6 Stockwerk sind 2 Hektar, ein Stockwerk sind 0,33, wenn man es auch hochrechnet dann, 0,33 quasi. Ja, wie gesagt, ich habe normalerweise 6 Stockwerk weniger, also ich habe quasi nicht 12 Stockwerk im Normalfall, sondern 6 Stockwerk zu mehr. Und für das, es rentiert sich nicht. Jetzt hält sich hier und in größerer, schwererer, modernerer Technik kann ich jetzt investieren, nicht in den bisschen auf Flächen. Es ist auch nicht absehbar, dass ich an mehr Fläche komme. Das ist so gut wie unmöglich. Und wie gesagt, dann macht es keinen Sinn. Ein Haufen Geld in größerer Technik, in schwererer Technik, in breiterer Technik als erstecken. Weil für den Zweck, da langt mir alles Zeug, was ich da habe. Es langt der alte VKHVS, es langt das Glas WM24. Ja, wenn der Betrag fertig ist, kann man mal drüber reden, dass ich ein Frontmähwerk genau mache. Dass ich so mit Mähern mit Front- und Heckkombination, dass ich ein bisschen schneller bin. Das ist dann aber auch nicht, dass das Mäher schneller verschwanden wird. Aber dass ich jetzt so, ich kaufe eine Kreiselsporte mit 3,40 Meter Arbeitsbreite oder 3,60 Meter. Das ist Blödsinn. Was will ich damit? Was nutzt man dann für eine große Kreiselsporte? Wenn ich denke, die Flächen durchfuhr und mache dann einen Schwart und das ist mir zu groß für mein alter Wege AB12. Das heißt, dann muss ich nicht dahergehen, muss ich die AB12 austauschen. Das ist ja quasi in eine modernere Presse investieren. Die kostet ja auch nicht Peanuts, die kostet ja auch Geld. Ich meine, so eine Presse kriegst du ja nicht geschenkt. Klar, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich hätte gern wieder wie früher AB63, das ist ein schöner Press gewesen. Aber es rechnet sich nicht. Für, sagen wir mal, im Schnitt im Jahr 1.000-1.500 Ballen und Press. Da brauche ich kein AB63. Das ist ein ausgeschmissenes Geld. Es bringt überhaupt nichts. Die Schnitt, das ganze Jahr rum, du brauchst es zweimal, vielleicht dreimal. Du magst daheim, du magst Armo brummeln und wenn es gut kommt, vielleicht ein zweites Mal brummeln oder ein Stillipress, dann macht die nichts mehr. Und selbst wenn ich so mit Himsa und mache damit Lohndienstleistungen, selbst dann rechnet sich die Presse nicht. Weil dann müsste ich sagen, ich mache im Jahr oft 1000 Ballen, dass es so ein großer Presse rentiert. Aber für das bisschen da, rausgeschmissenes Geld erlangt mein Alter. Ich hab, das wissen die in der WhatsApp-Gruppe, ich habe die alte Welge jetzt mit neuer Kolbenhölzer ausgestattet. Das war jetzt die letzte Aufgabe von mir. Ja, die Presse war in der Halle, die hat eine komplette Wartung gekriegt von vorne bis hinten. Neuer Hölzer, nein. Alles abgefett, sauber gemacht, Messer geschärft. Die Messer von den Knoten nachgeschliffen. Ich habe Fläche geschwarzt, ich habe die Klappe weggemacht. Was allerdings bis jetzt immer noch weg da ist, das Geräusch, dieses komische was auch immer. Ich find's nicht, keine Ahnung, ich gib's auf. Was ich nicht gut versuchen muss. Naja, genug gelabert, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei mir.
So, meine Lieben, wie ihr hört, hört ihr den KL. Ja, ich habe gerade durchgeheilt. Also heute früh hat es der Pfarrer gemacht. Und jetzt am Nachmittag habe ich es noch einmal gemacht. Ja, schön langsam, dass es so leicht der Schwaden aufhübt. Das ist, damit es ein bisschen vom Boden wegkommt. Ja, warum mache ich keine Nachtschwaden? Könnte ich machen. Durchheuer hätte ich zu, das zu müssen sie belüften. Und wenn ich es quasi mit Kreiselheuer mache und mit langsamer Drehzahl lüftet und ich habe leichter Schwaden. Ich habe quasi eine Mischung aus beiden. Das ist jetzt so. Also es ist leicht in den Moden gesetzt und ja, trotzdem belüftet. Das ist der Sinn und Zweck. Kann man ja mit einem Kreiselheuer machen. Es gibt extra Schwadgetriebe für Kreiselheuer, weil die ein wenig größere Arbeitsbreiten haben. Ja, die bietet sich halt auch. Morgen gleich richtig einen Nachtschwaden machen, weil das zeigt doch relativ, naja. Jawohl. Ja, aber Nachtschwaden machen wir. Das Zeug war relativ nass. Das Hauptproblem ist da außen oder da unten. Es hat ja geregnet am Freitag, Samstag. Das waren 15 Liter, die wir gehabt haben. Und es hat ja die Woche vorher schon immer geregnet und die Woche davor hat es immer wieder geregnet. Es war genug Wasser da. Und die Böden waren gut nass. Da haben die Flächen, die hat er vorher komplett mit dem Balkenmäher gemacht. Da hat er gesagt, brauchst du mit dem Pulter gar nicht rein. Die mäht er mit dem Balkenmäher ab, dass er schon mal mit ablüften kann. Hat er gemacht, weil den Balkenmäher sogar versinkt, so nass wurde. Ja, gut, was willst du da machen? Das ist halt so. Man muss das Wetter nutzen, jetzt gerade ist es schön. Es ist jetzt nicht knallhaß, also wir haben jetzt keine 30 Grad oder was. Wir haben jetzt so ja, 24, 25 Grad. Es geht auch leichter Luft. Oder auch leichter Windhosen, die mich gerade geerdet hat. Nicht so schön von der Pfanne herwärts. Windhosen da, der querfällt einen durch, nimm mal ganz heim mit unten über. Okay, so kann man es auch weniger machen. Alles klar, hab ich gedacht. Der Nachbar freut sich. Ja, naja, passiert halt. Na, ist ein wenig windig, halt, es lüft gut durch. Das ist optimal. Da habe ich noch eine Ecke gemäht. Das ist eigentlich nicht meine Ecke. Die hat eine stehen lassen, aber ich habe mir gedacht, das schaut so scheiße aus. Der Pfarrer hat gedacht, das schaut so scheiße aus. Der letzte Pfahl, den habe ich übersehen. Da war auf meiner Seite hin auch noch was gestanden. Und da war drüben auf seiner Seite noch ein wenig was gestanden. Und ich habe jetzt da gemäht und habe so noch guten Wissen und Gewissen erst einmal rübergeschoben, weil der Pfahl, der war nämlich auch rausgebrochen. Jetzt habe ich zwei Maizeichen mit rübergeschoben, weil den Pfahl habe ich jetzt wieder reingeklopft an der richtigen Stelle, wo er nachgehört. Also da war er gestanden. Ja, da. Da war er gestanden. Der war wegfault unten. War so halbe der Schöps drin gelegen. Der eine hat nicht durchgemäht. Ja, ich habe noch nicht gesehen, habe mir nicht getraut bei mir noch weiter rüber zu fahren. Und gedacht, ist kritisch. Magst lieber nicht. Und habe es halt auch sahen lassen. Naja, und der hat nicht so weit rüber geweht, weil er wahrscheinlich dann den Pfahl doch gesehen hat. Und hat es halt abbleiben lassen. Naja, und dann wird so ein Dreieck, 2 Meter Brat war das in etwa. Also bei mir auf der Seite war es bis daher noch. Aber recht dicht. Und bei ihm war es jetzt vielleicht noch bis daher. Zu dem Ding. Und das habe ich weggemäht. Ich habe zwar die Sensen mitgenommen, weil ich vorher gesagt habe, nimmst du die Sensen mit runter und dann machst du das. Und wie ich unten bin, denke ich so, mein Gott, wie blöd bist du denn eigentlich? Nimmst du die Sensen mit und was habe ich am Bulldog dran? Ja, den alten Maybalken gebaut. Ja, schlafst das Ding mit und dann stehst du unten auf der Wiese und dann denkst du so, okay, ja. Eigentlich hättest du. Naja, was soll's. Ab und an darf man mal eine Erbe doppelt machen, weil es so lustig ist. Ja, ich warte eigentlich drauf, oder? Hab gedacht, gehofft, dass der Bauer, wo das da drüben kehrt, dass der vielleicht da mal vorbeifährt. Dass der Arme durchhält, weil der müsste. Also entweder hat er es halt früh gemäht, aber vorher hat denke ich gesagt, gestern Abend. Aber da ist noch nichts passiert. Es liegt noch. Also es war eigentlich bloß mit einem Scheinmäher gemäht, wie man sieht. Schon schön sauber, aber es liegt halt. Weil ich wollte eigentlich auch mal sagen, ich weiß nicht, ich will niemanden belehren oder was. Ich betritt normalerweise auch keine Fremdflächen. Das mit dem Mäher war jetzt da bloß, weil ich gedacht habe, naja, was weg ist, ist weg. Weil das steht so saublöd, oh, das ist immer das Teilstück. Wenn ich die Pfähl rausmache und der mäht vor mir, dann fällt mir da halt von meiner Fläche.
Lass ich die Pfähle drin, dann bleibt halt der Dahl stehen. Das ist so das Problem. Außerdem, ich brauche auch ein wenig Orientierung. Schon mal überlegt, ob man hinten an die Pfähle reinhaut, am Bahngleis. Quasi das. Und den schön Rud anmalt oder was. Naja. Das hat ja jetzt doch funktioniert, haben wir es halt so gemacht. Ich bin auch da hin mit den Balken noch einmal vorgefahren. Da waren auch noch ein paar so Dinge gestanden. Ja, es ist halt das Problem. Wenn du keine richtige Abtrennung hast. Man sieht es jetzt da schlecht, aber in den Wiesen ist eigentlich da auch so ein kleiner Chrom drin. Das ist ein ganz flacher Chrom. Die Wiesen ist da ein wenig abgesenkt und da ein wenig abgesenkt. Nicht wirklich euch. Da hinten, da war irgendwo wie so ein Auslass. Man, da drüben, da hast du dann natürlich einen schönen Chrom, wo du auch siehst, okay, da ist mal Wiesen zu Ende. Das hast du halt auf der Seite nicht, ne? Und das ist scheiße. Weil wenn du das nicht siehst, dann kannst du bloß Rätsel raten. Naja. Nee, wie gesagt, ich mach das nochmal nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte immer mal so, wenn ich nach den sehe, was er denn da für schöne Blümler drin hat. Weil die Blümler, die waren ja der Grund für mich, warum ich die anderen Wiesen da oder hin nicht mehr hab, die am Hang war. Die schöne gelbe Blume da, nein, das ist kein Jakobskreuzkraut, das ist Rheinfarn. R-A-I-N und Farn. Die Pflanzen hat ja en masse drin. Die ist leider giftig. Und er hat auch da hinten drin auch ein paar Stellen gehabt, das habe ich vom Bulldog aus gesehen. Da war das Jakobskreuzkraut gestanden. Ist auch nicht gerade förderlich für die Viecher. Ich weiß nicht, ob es war, ich will niemanden belehren. Kann ja jeder machen, wie er will, aber ich wollte es nachher halt sagen, dass er das drin hat. Ich muss auch mal schauen, das war glaube ich die Wiesen von einem Bekannten von uns. Die hat er verbocht, wer das hat. Dass ich dem dann einmal Bescheid gebe, wenn ich nach sicher. Dann nehme ich die Telefonnummer mal raus und rufe nochmal an. Es ist halt nicht optimal. Erstens, das zeigt das. Ist weiter, die Abollen, die fliegen ja auch. Dann hast du es auch überall drin. Und das nächste heißt, wie gesagt, es kann ja sein, der weiß es gar nicht. Weil ich meine, das Jakobskreuzkraut ist auch so eine Sache. Es wird immer wieder gewarnt vor dem Zeichen. Und es wissen trotzdem noch nicht alle Leute, dass es so dermaßen gefährlich ist, dass es das Zeichen gibt. Und ich meine, es kann ja da auch sein, der weiß es vielleicht gar nicht, füttert es seine Viecher und wundert sich, wenn sie dann krank werden oder wenn dann gar einer stirbt oder was. Du steckst nicht drin. Das Problem ist, das Zeichen, dass wenn es da in kleiner Menge drin hast, wenn du jetzt Ballen davor machst, und du hast meinetwegen in jedem Ballen ein bisschen was, das reichert sich in der Leber an und irgendwann ist halt einmal die Leber damit geschädigt und dann ist aus. Das ist mit dem Jakobskreuzkraut selber, dass wenn du da in der Fläche drin hast und du verfütterst es, die sterben deswegen ja nicht, wenn die an Stängel fressen, sterben die deswegen ja nicht. Wenn zwei Stängel fressen, sterben die auch noch nicht. Aber die Masse macht's. Wenn du da Haufen Pflanzen drin hast und du fütterst immer wieder und du hast immer wieder was dabei, irgendwann ist der Körper gesättigt, irgendwann, das ist wie bei Menschen, wenn du zu viel Alkohol zu dir nimmst, dann ist die Leber irgendwann geschädigt. Und dann kannst du auch drauf hops gehen. Und das ist bei den Viechern mit dem Zeug genauso. Dollmüller. Den Bulldog kennen wir. Den sind wir auch schon gefahren. Ja, 65-70er MB-Track. Alter Rennfahrer. Aber jetzt fährt er mal wieder langsam. Ja, ja. Naja, gut, Durchkeit ist. Wie gesagt, die Sensen habe ich dabei gehabt, jetzt aber gar nicht gebraucht, das war Schmarrn. Ist mir dann so gekommen, wie ich unten bin. Wie blöd bist du denn eigentlich? Was nimmst du denn Sensen mit? Was willst du jetzt mit deinen Sensen auf der Wiese, wenn du doch einen Messerbalken auf Bulldog raus? Bei dem Bulldog gibt es ja, du musst ja keine Zapfen dazu einschalten für das Mähwerk. Müsste ich beim anderen auch nicht, der hat ja auch einen Mähwerksantrieb. Ja, stimmt. Ja. Manchmal denkt man an solche Sachen nicht. Was beim alten K15 zum Beispiel, da war das alles gekoppelt. Und da war die ganze Zeit ja kein Balken mehr dran. Das wisst ihr ja eigentlich noch gar nicht. Das wissen ja auch bloß die auf WhatsApp. Und ich habe den Balken einmal wieder nachgebaut. Ja. Ein kleiner Bussatis-Balken, 1,55 Meter. Der mäht. Der war früher schon auch im Bulldog drauf. Ja, ein Sportbrett ist nicht dran. Das echt habe ich weggelassen. Das Problem ist, wenn du da fährst, der Balken, der hat ein bisschen Luft. Der ist da unten in so einem, aua, in so einem Arsch ausgehängt. Und da hat er ein wenig Luft. Und dann schlägt der da oben so hier und her beim Fahren.
Und wenn du jetzt ein Schwartbrett drauf hast, das geht auch runter. Und dann macht das immer diesen da. Und so waren die alten Scheiben vom alten Verdeck kaputt. Und nachdem ich den Balken eigentlich eher fast nicht brauche, oder für den Zweck, wo ich ja brauche, das Schwartbrett einfach schnell nachschrauben kann, habe ich mir gedacht, lässt das Ding unten, legst es da arm noch, erstens ist es eh kaputt, das einer, nimmst das gar nicht groß mit. Vielleicht baue ich bei Gelegenheit einmal so ein kleines, wie es beim K15 dran ist, es funktioniert, es langt vollkommen aus. Und das kann ich vielleicht sogar dran lassen. Was ich schon gemacht habe, den Balken extra ein wenig schräg gestellt, schaut zwar irgendwie scheiße aus, gefällt mir auch nicht. Aber dann kommt das Ganze ein bisschen vom Verdeck weg, ist die Gefahr schon mal geringer, dass was Feindkontakt hat. Weil wenn du es ganz groß stellst, also ins obere Luch rein, ans Höhe, dann kommt er dem Verdeck um, der Scheim relativ nah und dann batscht er durch die Gegend. Suboptimal, aber was will man machen, das ist halt drin. Früher hat es keinen gejuckt, aber das Fritzmeier-Verdeck war universell für alle Bulldog. Die Balken waren universell für alle Bulldog. Ja, die Hersteller haben Bulldog gebaut, haben halt das Zeichen ihrer Bulldog angepasst, aber ob es dann 100% funktioniert hat, hat halt nie einer drauf geschaut. Ja. Den Bulldog haben wir gekauft mit Balken, aber ohne Verdeck. Sprich, das war auch nicht zusammen angepasst vom Hersteller. Da ist das Verdeck drauf, guck mal, der Balken war ja drauf. Der hat Schaden gemacht. Ja, und so passiert es halt auch. Naja, wird ja viel gelabert, wird ja viel erzählt. Komm mal an, machen wir Feierabend, Durchkeit ist. Bis lang, morgen wieder. Und dann sehen wir weiter.
Also, jetzt haben wir das, ja, war das einmal am Montagabend das gemäht worden, Dienstag hat das Vater zweimal, Mittwoch zweimal, heute ist auch schon das fünfte Mal gewendet jetzt das Zeug. Ja, es wird langsam. Der Nachbar hat gemäht, hat ja gestern schon gezeigt, und ja, der hat irgendwie da so ein wenig einen Berg mit rüber gezogen. Mit seinem Mähwerk, naja, das ist noch saumäßig feucht an den Ecken. Das muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich trocken bringe. Also, das ist quasi gegenseitiges Geben und Nehmen, könnte man sagen. Er hat mir auch irgendwas von seinem Donner mit rüber geschoben oder mit rüber gehauen. Und hinten habe ich dann von meinem ein bisschen was mit rüber. Also, weißt, das passt schon. Ja, genau. So schaut es aus. Es wird langsam, es gibt noch ein paar Stellen, wo es noch recht feucht ist. Heute Abend soll noch Schwaden gemacht werden, deswegen wird bloß Arm und Durchkeit. Es wird, es ist relativ feins und ja, dünns groß, könnte man sagen. Das ist halt dieses Kräuterheu, was ich quasi immer habe. Die Wiesen da ist halt ein bisschen, ja, ich will sagen, weniger ertragreich. Die ist halt ja, doch relativ extensiv bewirtschaftet worden und das merkst du. Aber nichtsdestotrotz steht heute der Weg ein wenig Masse da. Ja, die Flächen ist kalt, jetzt der Hahn noch rumheuer. Und dann werden wir schauen, da muss ich mal bei einem Bekannten vorbei, muss ich mal fragen, ob der eventuell noch einen zweiten Ballenwagen für mich hat.
gehe nicht mehr Leierkon, weil auf meinem grüner Steib, den Glassteib, da ist ja kein Ballenaufbau drauf und du kriegst nicht so viel Ballen gestapelt. Fortwind kann ich auch nicht einfach aufstellen. Müsste ich auch erst was dafür bauen, dass das geht. Mal gucken. Fahren wir haben.